Hallo Freunde, hier ist wieder euer Sure Talk. Heute mit dem brandneuen Wettercup. Ich werde euch jetzt das aktuell stärkste Team zeigen in diesem Wettercup. Ich sage mit Absicht aktuell, weil die Gegner lernen schnell, werden sich irgendwann darauf einstellen und dann klappt das nicht mehr so. Aber solange es noch hinhaut, rasieren wir hier mal so richtig ein los. Jetzt würde ich sagen, erster Kampf, let's go, Abfahrt! So, wie ihr seht, Krypto-Zoom-Packs, ein absoluter Muss hier in diesem Cap. Aqua-Habitze, Spammer so schnell, ganz starke Ladeattacke, plus 20% mehr Schaden, das haut hier mal so richtig rein. Kyurem hat uns auch schon ein Schild angeboten, das ist nett von ihm. Auch ein Shiny der Gute, ne? Ja, habe ich noch nie in Aktion gesehen, den Shiny. Sieht ja echt nett aus, kann man nicht meckern. Jetzt sollten wir allerdings auch schon mal ein Schild investieren, damit wir noch unsere zweite Aqua-Habitze rüberkommen. Oh, Herr Blizzard, hier wird gleich mit großen Sachen geschossen. Okay, dann hauen wir nochmal die Aqua-Habitze rüber. Und dann nehmen wir dich auch schon raus. Es sei denn, du möchtest nochmal schilden. Ich glaube, das war nicht. So ist das auch. So, weiter geht's. Komm, wir laden nochmal auf. Komm, nächster Kollege. Oh, Impoleon kommt rein. Oh, muss wieder los. Ja, hat auch gemerkt. Ist total falsch hier. Aber sei es so. Aqua-Habitze geht rüber. Sag mal, habt ihr eben Rosana gesehen? Ja, sag mal, was machst du denn hier? Sag mal, Psycho-Cap oder was? Der ist zu Ende. Tja, manche haben es nicht mitgekriegt. Spielen hier einfach weiter anscheinend. So, ich meine, soll es ja auch recht sein. Das Ding stecken wir einfach mal so weg. Oh, Psycho-Attacke, nicht wahr? Jo, kann man spielen, aber kann man auch lassen. Gut, ich spam hier einfach mal jetzt mal einen rüber jetzt. So, komm, ach, fahr mich runter. Wir spammen hier gar nichts und dann bist du auch schon weg. Dann passt das schon. So, hast noch ein Pokémon im Podium, wohl wahr? So, wir spammen mal die Steinkante, die wirst du schilden. Und dann habe ich auch schon die nächste parat. So, Willi. Der nächste Kandidat muss man unbedingt spielen. Kugelsaat, Steinkante, Strauchler, kann ich mir sagen. Kommt sehr gut. Jetzt kommt ja auch schon der Strauchler. Reicht nicht ganz, aber das passt schon ganz gut. Jo, dann fahren sie mich jetzt runter. Da gehe ich mal von aus. Hast ein bisschen aufgeladen, aber das passt schon. So, jetzt gehen wir rüber. Kabaloris, da drückt das Rasierblatt mal so richtig. Na ja, ja, hast du auch schon gemerkt. Oh, das kann ich noch wegschilden. Was hast du denn am Start überhaupt? Lichtkanone, oha! One-Shot-Attacke, nee. Das geht gleich schilde nicht. Jetzt fahre ich dich einfach ganz bequem runter und dann war es das auch schon. Kampf Nummer 1. Rein in Kampf Nummer 2. Zombies gegen Valreiser. Na, der hört auch nicht auf aufzutauchen hier. Egal welche Caps, er ist immer da. Na ja gut, sei es drum. Schön in lila. Kriegen wir schon hin. So, er haut ab, hat keinen Bock drauf, ein bisschen aufgeladen. Oh, Heatran. Oh, arme Socke. Feuer-Pokémon. Krypto-Zoom-Packs, ganz schlechte Idee. Wenn du das Ding nicht schilden solltest, dann fetzt das so rein. Er schildert auch nicht. Ey, das musst du doch wissen, Kollege. Warum weißt du das nicht? So, okay, er ist bestimmt total verwirrt. Jetzt kriegt er das Erdbeben und wenn er den auch nicht schildert, dann... Aber dann wird er schilden. Also, das kann ich mir anders nicht vorstellen, aber... total fertig. Wir wechseln Kavaloris, komm Rasierblatt und ist er auch weg. Das geht ja so schnell, ich weiß gar nicht, was los ist. Valreiser ist wieder da, ja, da drückt das Rasierblatt auch richtig, ne? Oh, hat er sich aber verzockt, hat er gedacht, ich köder hier, oder? Naja, okay. So, chill ich weg, pass auf, jetzt machen wir ihn ganz fertig. Jetzt machen wir Rasierblatt und jetzt farm ich dich einfach runter. Ich habe noch ein Schild, und du gehst jetzt mit zwei Schilden wieder zurück in die Lobby. Ja, ich glaube, er löscht sein Spiel, er hat gar keinen Bock mehr. So, Eisberg, kannst du gerne spammen? Ich farm dich jetzt sowas von runter. Och, der Arme. Irgendwie tut er mir schon ein bisschen leid. Hat noch beide Schilde. Oh Mann. Wir gehen rein in den nächsten Kampf und es kommt ein Lavados. Gern gesehen haben wir Wasser da. Kein Problem. Lavi. Oh, merkt er auch. Gut, schlechte Idee. Haut das mal ab. Kommen wir mit Aquana. Da habe ich eine gute Antwort. Kabaloris, Rasierblatt. Haut hier so richtig rein. Puh. Nee, wir schilden nicht. Wir fangen einfach mal ab. Nachschweif, das passt. Ja, das macht ja so gut wie gar nichts, ne? Der macht ja mein Rasierblatt mehr als seine Ladeattacke. Jetzt kann ich dich runterfarmen eventuell. So, ach, schade. So. Ja, noch ein Nassschweif wärst du nicht zünden. Schilde ich mal vorsichtshalber weg. Mal gucken, was du sonst so am Start hast. Ah, köderst mich im Nassschweif. Das ist gemein. Hätte nicht Not getan, das Schild hätte ich behalten können. Hoffentlich bereue ich das nicht. So, Lavados ist wieder da. Ein bisschen Eisstrahl, ne? Hab ein paar Eiswürfel dafür dein Getränk. Kannst du dir mal unterrühren. Jo, weg damit. Ah, weggeschildert. Ah, weiß er auch, ne? Kommt nicht gut. Das einzige Problem, was man so sieht hier an Kabaloris,
Rasierblatt, starke Sofortattacke, aber dauert ja ewig mit dem Aufladen, ne, bis man hier mal zum nächsten Eisstrahl kommt. Und er spielt Antikraft. Mann, ey, du hast so viel Feuer an Bord und spielst hier. Oh, naja, gut. Mit Feuer hättest du mir die anderen aus dem Kopf gebrutzelt, aber gut, du kannst mich runterfarmen. Tja. Da machst du nichts. So, weiter geht's. Willi ist da. Ja. Das ist alles schon ein bisschen schneller, nicht wahr? Ja, komm. Ah. Ja, jetzt könntest du gerne nochmal die Antikraft bringen. Das wäre sehr nett. Die könnte ich gut aushalten. Ja, das macht er tatsächlich, ne? Hast du nichts anderes da? Oha, Verteidigung stark, Angriff stark, Donnerwetter. Hat sich ja noch gelohnt. Jo. Ich glaube, er spielt nur Antikraft. Aber ich muss trotzdem schön, man weiß nie, was hier passiert. Er hat wirklich nur Antikraft. So, jetzt reicht's aber auch. Jetzt gibt's ja aber erstmal ein bisschen Wasser. Aber du hast noch ein Schild. Darum müssen wir uns mal kurz kümmern. Das brauchen wir. Ja, Schild ist weg. Jetzt nochmal schnell zur Aquahabitze. Ah, jetzt hänge ich auch noch die Server, du. Was ist das denn? Oh, komm schnell jetzt aber. Freunde, ohne den Serverhänger wäre ich problemlos vor ihm zur Aquahabitze gekommen. Hoffentlich bereuen wir das nicht. Antikraft schon wieder. Ja, überlebe ich trotzdem. Ja, das wäre es ja gewesen, ne? Ach, das kriegen die Jungs von Niantic auch nicht in den Griff, ne? Das ist manchmal. Also es ist bei mir recht wenig mittlerweile, aber es ist manchmal passiert. Ja, guck mal, weggelöscht da den Kollegen, weg ist er. So, Palkia, ja, da komme ich nicht mehr zur Aquabitze, du farmst mich runter, schade. Ja, okay, Strauchel habe ich parat. Nimm dich nicht ganz raus, ne? Aber. Ich glaube, das überlebe ich. Jetzt kommen hier die ganzen legendären Pokémon hier. Mal, ob das so eine Idee ist. So, hau mal rüber, Willi. Ich bin stark, ich bin XL, also von daher, das überleben wir doch, wa? Naschweif, ja, das. Bisschen angewässert worden hier, da war es das aber auch. So, noch ein Strauchler habe ich am Start, das passt, bevor du zur Attacke kommst. Und dann sind wir dich auch schon los. Ja, Freunde, das läuft ja hier wie geschnitten, ne? Wie angekündigt. Echt starkes Team, muss man sagen. Echt starkes Team. So, und weiter geht's. Weiter geht's. Und es kommt wieder ein Kyurem. Ja, ist ein Trend zu erkennen, würde ich sagen, ne? Okay, hat schon mal geklappt, machen wir wieder. Los geht's, Aqua, bitte. Laden wir ein bisschen mehr auf hier so und dann setzen wir ein. Ah, hätte ich vorher einsetzen müssen und nicht weiter aufladen. Drachenklaue spielt er. Wegschilden. Drachenklaue ist nicht unclever gegen Sumpex, muss man sagen. Das geahnt hätte ich früher schon mal die Aquabitze gespammt, ohne einen weiter aufzuladen. Schildest du weg? Ja, schade. Jetzt komme ich auch nicht zur zweiten Aquabitze mehr, weil du vor mir sagst, doch, das schaffe ich noch. Ich dachte, du bist schon wieder am Start. Zumindest eine Aqua-Habitze kann ich dir rüber schicken. Ja, aber die zweite wäre gut gewesen, ne? Ja, sei es drum. Okay, dritte schaffe ich nicht. Du kommst wieder zu Drachenklaue und dann nimmst du mich auch schon raus. Ja, Drachenklaue kann man spielen, wäre eine Möglichkeit. Sei es drum. Jetzt ist dann wieder Zeit für ein bisschen. Ja, komm, Uhr noch ein bisschen runter und dann geht's los hier. Willi, Strauchler. Strauchler, nimm dich raus, lade mal auf. Ah, ich verliere mal die Gleichstände, ne? Schade. Aber hier macht die Drachenklaue nicht so viel, falls du sie spielen solltest. Die halte ich hier schon besser aus. Jo, das macht gut ein und das passt schon. So, Strauchler, nimm dich dann raus. Aber, wie gesagt, Drachenklaue gegen Sumpex, kann man machen. So, weg ist er. Wer kommt? Ah, Lavados. Wird auch viel gespielt, nicht wahr, Lavados? Ich komme aber nur zum Strauchler. Steinkante, oh, werde ich nicht schaffen, bevor du zur du kommst. Macht nicht so viel. Steinkante wäre besser gewesen, aber okay. Ah, Schild wäre schön gewesen. Gut, jetzt muss ich rübergehen. Hilf alles nichts. Cavaloris. Du wechselst raus. Damit auf jeden Fall hast du noch eine Ladeattacke für Lavados. Sparst du dir auf. Aber mit dem kleinen Süßen hier kann ich fast runterfahren. Ah, komm. Warum nicht komplett? Mach doch nicht diesen. Komplett runterfahren wäre schön gewesen. Felswurf halte ich zwar aus, aber ist ja unnötig, ne? So, weiter geht's. Und da ist Lavados mit seiner Attacke. Haben wir schon eingeplant, dass sie kommt, ne? War uns ja schon so gut wie klar. Muss ich dann leider wegschilden? So, du hast noch ein Schild, ne? Ja, das ist ärgerlich. So, ich lade noch ein bisschen mehr auf. Ah, nein! Hab ich mir wieder verzockt. Ja, so kann man natürlich nicht gewinnen. Eisstrahl hätte schon dein Schild gezogen. Jetzt nimmst du mich raus mit Himmelsflieger. Ah. Einmal mit Sumpex falsch gemacht und dann noch hier mit Cavaloris, ja. So kann man auch einen Kampf herschenken, ne? Ärgerlich. So, Strauchler zieht jetzt sein Schild, aber mit zwei Fehlern. Tja.
Das war ein Kampf, ne? Den hätte ich nie im Leben verlieren können, dürfen. Wie auch immer, aber gut. So ist es manchmal. Glückwunsch, gönne ich dir. Und dann denkt er, hat ihn hart rausgekämpft, ne? Hat er gar nicht. Ich habe mich zweimal verzockt, aber gut. Schade. Und da sind wir dann auch schon im letzten Kampf angekommen und es kommt ein Kyoke. Jawohl. Dann machen wir Folgendes. Da laden wir auf, sag mal bitte, und dann geht's rüber, Caballeros. Dann gibt's hier erstmal eine fette Nassrasur. Da wird er mal gucken, jetzt hier. Nassrasur ohne Schaum, bitte. Ja, ja, da lädst du auf ihn groß an. Dann bist du aber eigentlich schon so gut wie. Gut, aufgeladen hat er. Ladeattacke wird er am Start haben. Er geht schon rüber, Stolos. Und somit kennen wir auch schon sein komplettes Team. Angenehm. So, Blättersturm habe ich noch gar nicht gespielt. Einfach mal zünden. Diese Attacke kenne ich noch gar nicht. So, schildest du weg. Oha, mein Angriff ist stark. Was ist das denn für eine Attacke hier? Oh, Blättersturm. Oh, ja. Ja, wusste ich gar nicht. Aber gut, wenn meine Attacke hier also abgeschwächt ist hier, dann macht das bei dir drüben nicht viel, wa? Puh. Na dann, oha, Donnerwetter. Kurz mal eingesetzt. Aber wenn du hier Donner einsetzt, dann fahre ich dich runter, ne? Weil dann hast du hier gar keine Möglichkeiten mehr, mein Kollege. Da kannst du da drüben machen, was du möchtest. Ja. So, weg ist er. Das hätten wir. Da haben wir auch schon den Eisstrahl parat. Den zünden wir mal blind. Oh, Flamm. Wie heißt der nochmal? Flampivian oder so, ne? Ganz komischer Name. Zungenbrecher. Jo, schüttelst du weg, ist mir aber egal. Ich rüber. Aquavitze habe ich nicht schon am Start. So. Und wenn die jetzt hier durchgeht, ja. Dann mal gute Nacht, ne? Ja. Ja, Kollegen. Da seht ihr auch, spielt unbedingt Kryptosom-Packs, wenn ihr ihn habt. Ja, und das war's dann auch schon. Tja, super der neue Cap. Gefällt mir. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Schurtalk. Bye, bye.